Flugchaos bei Air Berlin. Passagiere bleiben am Stuttgarter Flughafen sitzen. Wahllokal wörtlich. Unsere Reporterin hat schon mal die Sonntagsfrage gestellt. Und Trainingsstunde mit Reitlegende. Isabel Wert gibt Reiternachwuchs wertvolle Tipps. Ja, und damit guten Abend und hallo zum Journal hier bei Regio TV. Hunderte Passagiere waren fassungslos, als sie heute auf die Anzeigetafel am Flughafen Stuttgart schauten. Air Berlin und Eurowings haben einige ihrer Flüge gestrichen. Grund sei laut der insolventen Fluggesellschaft eine ungewöhnlich hohe Zahl von Krankmeldungen bei Piloten. Dementsprechend war natürlich die Laune der Passagiere, unter ihnen auch ein bekanntes Gesicht. Ich bin ein Star! Holt mich hier raus! 16 Tage lang hat Mark Terenzi diesen Satz im RTL-Dschungelcamp nicht gerufen. Heute am Stuttgarter Flughafen liegt ihm der bestimmt auf der Zunge. Ich muss nach Mallorca gehen und ich habe ein Fotoshooting für eine Werbekampagne. Das für mich ist Katastrophe. Das kills mein ganzer Tag. Die Flugausfälle von Air Berlin und Eurowings treffen heute Morgen aber nicht nur den Sänger. Auch hunderte andere Fluggäste leiden unter dem Flugchaos. Wie beispielsweise Michael Eichel. Dementsprechend mies auch seine Laune. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, wenn eine Fluglinie pleite ist und man sich um seinen Jobs kümmern will, dass man dann erstmal streiken geht. Das kann man natürlich machen, das ist ihr gutes Recht. Allerdings, ich würde es vorziehen zu arbeiten, aber ich bin allerdings auch Schwabe und sitze jetzt hier am Stuttgarter Flughafen fest und kann mich natürlich darum kümmern, wie mein Urlaub verläuft. Insgesamt 34 Flüge fallen am Stuttgarter Flughafen aus, 4 von Air Berlin, 30 von Eurowings. Als Grund gibt Air Berlin eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Krankmeldungen ihrer Piloten an. Da die insolvente Airline auch Flugzeuge im Auftrag von Eurowings betreibt, bleiben auch Flugzeuge dieser Fluglinie am Boden. Michael Eichel hingegen muss erst wieder runterkommen, nach der Hiobsbotschaft kurz vor dem eigentlich geplanten Abflug. Erstmal selber emotional wieder in eine ausgeglichene Lage zu kommen und dann zu schauen, ob wir jetzt hier in den nächsten Stunden, Tagen noch einen Flug bekommen. Hängt natürlich viel an Urlaubsplanung hinten dran und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das Beste draus machen. Das heißt für Michael, hoffen auf einen späteren Flug. Für Mark Terenzi ist das keine Alternative. Sein Fotoshooting ist bereits gelaufen und diese Geste wohl nur eine Art Galgenhumor. Ja, allen Passagieren, die in den kommenden Tagen einen Flug mit den Airlines gebucht haben, empfiehlt die Flughafengesellschaft zur Sicherheit im Vorfeld noch einmal den Status ihrer Flugverbindung zu überprüfen. Das geht über die Webseite des Stuttgarter Flughafens. Sollte ein Flug ausfallen, müssen sich die Betroffenen an die Fluggesellschaft wenden. Noch gut anderthalb Wochen bis zur Wahl. Das dauert unserer Reporterin Caro zu lange. Die möchte schon jetzt wissen, wie die Stuttgarter wählen. Deshalb hat sie das mit dem Wahllokal wörtlich genommen und schon mal losgelegt. Denn bis zur Verkündung der Wahlergebnisse gehen noch volle 12 Tage ins Land. So lange will ich aber nicht mehr warten, deswegen habe ich mir meine Stimmzettel eingepackt und mit denen werde ich das Dinkelacker heute mal zum Wahllokal machen. Also, los geht's. Und schnell lassen sich die ersten Wähler doch tatsächlich von mir in die Karten schauen. Wären Sie bereit? Ich habe hier meine Urne, die Wahlzettel und dann können wir hier zusammen eine kleine Wahl starten. Sehr gut, sehr gut. Den Wahlzettel haben Sie schon mal. Beim Kreuzchen wird aber erst noch gegrübelt. Darf ich Sie fragen, was Sie gewählt haben? Ich habe die Linke gewählt. Aber warum? Warum? Weil ich von der SPD und von der CDU so enttäuscht bin. Das Problem ist doch bei uns heute, dass wir Deutsche, wo jahrelang gearbeitet haben und mal krank werden, wir kriegen doch gar nichts. Und alle anderen kriegen doch alles in den Arsch geschoben. Ich weiß gar nicht, ob wir Arsch sagen dürfen, aber wir werden es mal versuchen. Also, dann haben wir draußen, dann sagen wir Hintern dazu. Sie müssen mir nicht unbedingt sagen, was Sie gewählt haben, aber Sie können, wenn Sie mögen. Ich habe andere gewählt. So. Mit weinendem Smiley geht die Dame also die Wahl an. Mal sehen, wie es der nächste Herr mit dem Gang zur Wahlurne hält. Der Zettel will zwar nicht gleich, doch der Mann weiß, was er will. Ich weiß, was ich wählen will und ich wähle die CDU. Und das ist für mich die Partei, die Deutschland wirklich vorangebracht hat und auch künftig weiter voranbringen wird. Mit geheimer Wahl hat das hier natürlich nichts zu tun. Soll es auch nicht. Schön für mich. So bekomme ich ein ziemlich bunt gemischtes Stimmungsbild und stelle fest, nicht immer sind nur die Inhalte wahlentscheidend.
Also ich habe meine Meinung dazu und generell wähle ich keine Frauen, deswegen fiel mir die Wahl bei der CDU leider nicht ein. Ich habe die CDU gewählt. Die CDU ist meine Partei und ich sage, weil mein Partner sagt, er wählt keine Frau, ich wähle dann eher die Frau. Nein, weil ich in den letzten Jahren eigentlich zufrieden war, wie es es gemacht hat, auch mit der ganzen Flüchtlingssituation. Die Box ist schon mal gut gefüllt. Ich habe einige Stimmen ergattern können. Das wird aber nicht das letzte Lokal gewesen sein. Ich werde in den nächsten Tagen noch ein paar Lokale besuchen und erst am Schluss die Stimmen auszählen. Ja, und die Auflösung unseres Wahllokalbarometers haben wir dann am Freitag vor der Wahl für Sie. Die Region Stuttgart gehört zu den attraktivsten Handelsstandorten in Deutschland. Laut einer neuen IHK-Studie haben die Menschen in der Region insgesamt knapp 20 Milliarden Euro allein fürs Shoppen zur Verfügung. Damit ist die Region Stuttgart eine der wichtigsten Einzelhandelsstandorte in Deutschland. In Gerlingen im Landkreis Ludwigsburg kann mit 8.000 Euro pro Kopf am meisten ausgegeben werden. Ja, und nach der Werbung zeigen wir Ihnen eine absolute Reitsportlegende. Isabel Wert war zu Gast in Stuttgart und hat einigen Nachwuchsreitern eine ganz exklusive Trainerstunde gegeben. Dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Die MHP-Riesen Ludwigsburg stecken mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Alle bisherigen Testspiele wurden deutlich gewonnen. Und auch die neuen Neuzugänge scheinen vom Team rund um Kapitän David McRae bestens integriert worden zu sein. Unter dem Motto, gefürchtet und stolz darauf, wollen die Riesen auch in dieser Spielzeit wieder angreifen, auch international. Dort geht es bereits heute in einer Woche mit dem Champions League Qualifikationsspiel gegen Sarajevo schon um alles oder nichts. Die Spiele, glaube ich, würde lieber diese Do-or-Die-Spiele spielen als Training zweimal pro Tag. Es macht es interessant, macht es spannend, aber wir gehen am 19. in Sarajevo, um zu gewinnen. Vom Basketball zum Reitsport. Die Stuttgart German Masters sind wohl eines der besten Hallenturniere der Welt. In diesem Jahr geht dieses Reitsport-Event der Extraklasse bereits in seine 33. Auflage. Bis zum Startschuss sind es zwar noch ein paar Wochen hin. Reitlegende und German Masters-Botschafterin Isabel Wert hat aber jetzt schon den Weg nach Stuttgart gefunden. Und so ganz nebenbei gab es sogar noch ganz exklusive Trainerstunden. Sie ist sechsfache Olympiasiegerin. Siebenmal war sie Weltmeisterin und sage und schreibe 17 Mal hat sie den Europameistertitel gewonnen. Isabel Wert ist nichts anderes als die erfolgreichste Reiterin aller Zeiten. Und vermutlich auch die beste Reitlehrerin, die man sich vorstellen kann. Die Legende gibt neuen Nachwuchsreitern des Reit- und Fahrvereins Böblingen eine ganz exklusive Unterrichtsstunde. Für die 12-jährige Lisa Steislinger und ihr Pferd Cadillac ein absoluter Traum. Ja, es ist unbeschreiblich. Also einfach ein tolles Gefühl, wenn dir ein Star, ein echter Star sozusagen dir wertvolle Tipps gibt und dann noch mit so vielen Menschen, das ist man ja eigentlich auch nicht von so kleinen Turnieren gewohnt. Knapp 300 Reitsportfans wollen sich diese Lehrstunde natürlich nicht entgehen lassen. Für Isabel Wert ist diese Ausbildung an der Reitsportbasis eine Herzensangelegenheit. Ich habe eine tiefe Passion und Liebe zum Reitsport, zu den Pferden und stecke ganz viel Herzblut in die Ausbildung von Pferden. Und das macht riesen Spaß und natürlich auch in die Ausbildung meines Teams und in die Ausbildung von auch jungen Reitern, da mal Tipps zu geben und da vielleicht die ein oder andere Erfahrung weiterzugeben, macht Spaß. Wert ist Botschafterin der Stuttgart German Masters, einem der wohl besten Hallenreitturniere der Welt. Neben der sportlichen Herausforderung schätzt Wert an dem Turnier in Stuttgart vor allem eins. Die Mischung. Wir haben optimale Bedingungen für die Pferde, für die Pfleger, für die Reiter. Die Halle ist wunderbar, die Pferde fühlen sich sehr wohl da drin. Wir haben tollen Sport, wir haben einen schönen Eröffnungsabend mit Programm, mit Showacts. Also die Mischung ist sehr gelungen und die Zuschauerzahlen zeigen es jedes Jahr.
Ab dem 15. November gehen die Stuttgart German Masters dann in ihre 33. Auflage. Und dort will Isabel Wehrt ihre Titelsammlung noch ein bisschen weiter ausbauen. Und damit sind wir für heute auch schon wieder so gut wie am Ende des Journals. Wie immer gibt es jetzt noch alles Wichtige, was Sie zum Wetter für morgen und in den kommenden Tagen wissen müssen. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle und übergebe an Bernd Madlener in unserem Wetterstudio. Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Der Mittwoch wird geprägt von Tief Sebastian. Es ist das erste richtige Sturmtief, das über die Nordsee und Dänemark in Richtung Ostsee zieht. Wir kommen auch da teilweise noch mit rein in dieses Windfeld, aber wirklich nur im äußersten Norden von Baden-Württemberg. Sowie im höheren Bergland gibt es ein paar kräftige stürmische Böen. Richtung Süden das Ganze abgeschwächt. Hier am ehesten mal die Sonne mit dabei. Ansonsten ziehen Regenwolken durch. Die Temperaturen im Bergland knapp über 15, ansonsten im südlichen Flachland mal so um die 20 Grad, kurzzeitig zumindest. In der Region Stuttgart bleiben wir unter der 20-Grad-Marke, so 17, 18 Grad sind es am Neckar, 16 Grad in der Region Calw und aus dieser Richtung ziehen dann Regenwolken einmal durch und der kräftige Südwest- bis Westwind, der rupft ab und zu mal so ein paar sonnige Lücken rein, dann ist mal für ein, zwei Stunden lang trockenes Wetter angesagt und dann kommen noch einzelne Schauer hinterher. Insgesamt würde ich das Ganze doch als ungemütliches, frühherbstliches Wetter bezeichnen. Und auch in den nächsten paar Tagen nicht unbedingt stabiler. Da gibt es auch immer wieder mal Regenschauer. Dazwischen mal so ein halber Tag oder vielleicht auch mal ein dreiviertel Tag trocken. Die Temperaturen weiter unter 20 Grad und die Nächte unter 10 Grad frisch.